Das Verhalten von Flüssigkeiten haben Wissenschaftler der Schweizer Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne an Wein untersucht. Dabei entwickelten sie eine spezielle Formel, die die beim Schütteln entstehende Wellenbildung beschreibt. Die Formel haben sie kürzlich auf einer Physikkonferenz in Baltimore vorgestellt. Für ihren Versuch füllten sie einen Behälter mit Wein. Dabei variierten sie je nach Testdurchlauf die Menge. Ein Gerät schüttelte das Gefäß. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera zeichneten die Forscher dann die Flüssigkeitsbewegungen auf. Als wesentliche Kriterien für die Entwicklung der Wellenmuster nannten die Wissenschaftler aufgrund ihrer Analyse drei Faktoren: das Verhältnis zwischen Einfüllhöhe und Glasdurchmesser, das Verhältnis zwischen Glasdurchmesser und Radius der Bahn, auf dem das Glas bewegt wird, und die Größe der Zentrifugalkraft und der Erdanziehung. Unter Beibehaltung dieser Verhältnisse ist es möglich, ein spezielles Wellenmuster exakt zu reproduzieren. Das neue Modell soll den Forschern helfen, besser zu verstehen, wie sich Flüssigkeiten mischen.